Die Schweizer Frauen mussten sich ja jahrzehntelang immer überlegen, wie bringen wir die Männer dazu, ein Ja einzulegen. Und sie mussten sich Strategien ausdenken, wie könnte man denen... So, hier haben sie es probiert mit Raison, könnte man sagen. Also ich meine, ja, das hat ja den Frauen eh schon zugestanden. In allen Ländern drumherum ist schon abgestimmt worden von Frauen. Und hier haben sie gefunden, ja, noch zwei Länder gibt es, Schweiz und Portugal, wo das Frauenstimmrecht nicht haben. Pfui, pfui. Aber mit Pfui Pfui musst du irgendwie im Schweizer Mann offenbar nicht kommen. Weißt du, wie der muss kommen? So. So muss man im Schweizer Mann kommen. Und nicht mit Pfui Pfui. Wie findest du? Ich habe mega Verständnis für diese Strategie, aber ich finde sie natürlich ein bisschen grusig. Ein Mann soll nicht für das Frauenstimmrecht sein, weil wir ihn dann unlässig finden und weil er uns damit einen Gefallen macht, sondern weil wir die gleichen Rechte verdient haben. Darum bin ich emotional mehr auf der Seite Pfui Pfui, aber strategisch rational auf der Seite von Blumenstrauß, hauptsächlich um die gleichen Rechte über.